Hallo Mädels, Hallo. Darf ich reinkommen? Ja. Also hier kommt man rein. Das hier ist unser man. Bett. Ja. Wow. Wir haben einen riesen Balkon. Ihr habt ein eigenes Zimmer? Ja. Ja, wie cool. Darf ich da mal reinschauen? Klein, aber fein. Klein, aber fein? Wow. Und da übernachtet ihr alleine? Ja, und ja. Unser riesen Balkon. Riesen Balkon, so riesig. Schau dich mal, musst du mal schauen, wie riesig der ist. Wow, schön. Cool. Und da läuft sie den ganzen Tag mit denen rum hier? Ja. Und riesen Schrank und Fernseher habt ihr auch noch? Ja. Klein aber der Fall. Ja. Oh. Also jetzt geht's zum Einrichten, die Sachen rüberholen. Wir sind genau gegenüber von Arifamja. Genau, da ist Arifamja, gell? Macht ja nicht so viel Lärm, gell? Emma und ich gehen jetzt schwimmen. Also dann, tschüss. Tschüss. Viel Spaß euch. Ich kann leider nicht mit. Was? Tasche? Emmas Tasche und meine Tasche. Hast du alles? Ja. Geht's? Die läuft mit Rollschuhen und geht die Treppen hoch. Okay. Aufpassen. Also, tschüssi. Emma und ich haben gerade riesen Schlaf. Wir kommen gerade vom Shoppen und Millet und Emma. Emma und ich haben gerade Kissenschlacht gemacht. Kissenschlacht? Ja, ich hab gewonnen. Ihr lauft den ganzen Tag mit den Rollerskates ja, da umeinander. Ja. Oh mein Gott, wenn ihr da hinfällt. Das geht schon. Das geht schon. Emma ist das eh gewohnt, gell? Ja. Die macht das immer. Nicht immer. Nicht immer, aber öfter. In Rollschuhen wird sogar gegessen. Ja. Das sind Rollschuhe, gell? Millet? Ja. Und Emma hat Inliner. Was sagen zwei Haie, wenn sie sich treffen? Die Haie, hi. Hi, hi. Wir machen jetzt eine. Toll. Zwei, drei. Super! Emma, wir haben noch mehr Sachen. Du musst deine Sachen heute holen. Ja. So, die Mädels ziehen in ihr Zimmer rüber. Tschüssi! Tschüss! Tschüss, bis morgen! Tag 2. Schauen wir mal, was die Mädels im Zimmer machen, ob sie überhaupt im Zimmer sind. Ein bisschen kontrollieren hier. Die haben hier aufgehängt, bitte Zimmer aufräumen. Hallo? Mädels sind nicht in ihrem Zimmer. Komisch, komisch, komisch. Toll. Wo die wohl unterwegs sind im Hotel, weiß ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt auch nicht suchen. Die werden schon wieder hochkommen, weil wir gehen jetzt dann raus, bis sie rodeln vielleicht und wandern. Emma, hat Pizza! So, jetzt habe ich die Mädels hier. Zeig mal, was habt ihr an? Partnerlook. Sehr cool. Ich brauche einen Block und einen Stift. Für was? Weil wir Sprachenchallenge machen wollen. Ja. Aha. Wo wart ihr vorhin? Im Spielraum. Kann ja nicht rein. Mädels? Ja, wir haben gerade die Sprachen-Challenge. Ja. Wir gehen dann, in 20 Minuten gehen wir dann rodeln und ein bisschen wandern. Ganz schnell, okay? Machst du die Sprachen-Challenge? Ja. Welche Sprache? Italienisch was Türkisch. Oh mein Gott. Verstehst du überhaupt Türkisch? Nee. Nee, ja, du? Auch nicht. Also, wer beginnt? Ich. Ja, du beginnst. Ich bin so. Mann, ich erwarte sowieso nicht. Doch, du musst es erwarten. Docker. 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 Klingt wie Duck. Nein. Was könnte das sein? Fernseher? Nein, ich gebe dir meinen Tipp. Es benutzen sehr viele Mädchen. Schmink? Nein. Haarspray? Hat was damit zu tun. Mit Haaren. Extensions.
benutzt es öfters, wenn man Sport macht mit den Haaren. Haarband? Ja, Haarband. Oder Spange. Ja, Spange, Haarband. Tucker. Tucker. Merkt ihr es gut? Okay, jetzt komme ich dran. Uinini. Uami. Uamini. Uamini. Oh Gott. Mini, irgendwas. Uami. Was Kleines. Uami. Ich gebe dir mal einen Tipp: es kann klein sein, es kann groß sein. Also jetzt nicht so klein, rund. Nö. Auto? Nö. Bus? Nee. Anne. Was denn? Wenn man durch die Stadt geht. Soll ich sagen? Ja. Menschen. Wow! Wamini heißt. Wamini. Ach Gott. Hi, ist das so lecker. Was heißt das? Ich kann nicht. Barmak. 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 Klingt wie ein Bier. Mann! Sehr schwer, gell, wenn man keine Ahnung von der Sprache hat. Magst du einen Tipp geben? Ja, jeder Mensch hat es. Genau, das wollte ich jetzt auch sagen. Also nicht jeder Mensch. Ja, es gibt bestimmt Menschen, die es nicht haben. Ja. Haare? Nein. Ein Gehör. Du kommst jetzt auf Gehör. Es ist nicht im Gesicht. Okay. Da hast du ein Muttermal. Hand. Was? Hand. Ja. Ja, ein anderes. Weiter. Hand? Nicht ein anderes, sondern ein Teil vom Hand. Ein Teil vom Hand? Was? Ein Teil von der Hand. Ja? Was hast du an der Hand? Finger. Ja. Ja. Ich habe sogar, glaube ich, auf den Finger ein Muttermal. Das soll ich. Aber hier ein Muttermal. Ja, halt an der Hand so. Okay, eins Millet noch. Oha, gleich rausgesprungen. Das wird zu mir kommen. So, also. Cestino. Wie kommt mir dieses Wort bekannt vor? Cestino. Relax. Also ich kann schon mal sagen, es ist hier in unserem Zimmer. Fernseher? Nö. Aber auch heißt Television. Einmal habe ich mal gehört, Fernseher heißt Television. Und in Türkisch heißt Television. Television habe ich. Ja. Cestino. Bett, oder? Nee. Schrank? Nee. Stuhl? Nee. Gib mir mal einen Tipp. Es ist auch ein Bad und das weiß. Was? Handtuch? Nee. Okay, fast alles weiß, aber trotzdem. Zahnpasta? Nee. Ist nur weiß. Hä? Nur weiß? Waschbecken? Nee, schau mal um die Ecke. Was ist Toilette? Da? Nee. Klopapier? Was ist neben der Dusche? Die Toilette? Nee, neben der Dusche. Wenn hier, Tür. Hier die Toilette ist. Tür. Und hier, nein, das ist Bordka. Es ist ein Gegenstand. Man benutzt es. Man benutzt es. Taschentuch. Nee. Es, wenn hier das Klo ist, dann ist hier die Dusche und hier ist es. Und hier ist die Tür. Ich weiß es schon. Ja. Ach so, Mülleimer. Okay, also Mädels, ich gehe jetzt, ich lasse euch weitermachen. Tag 3 im Hotel und die Mädels sind immer noch in Rollschuhen. Du auch? Zeig mal. Schlafen die Rollschuhe, ja. Schlaft sie in denen auch noch? Nö. Leg sieht sich schon an. Die waren jetzt nochmal rodeln. Wir reisen heute ab, Emma, gell? Chaos habt ihr hinterlassen in dem Zimmer. Emma, machst du das jetzt? Schaust du, machst du hier alles sauber? Nein, gell? Ich seh nichts. Ja, die sehen nichts, gell? Okay, aber wie viele Tage habt ihr das Zimmer jetzt gehabt? 2 Tage, gell? 2. Mhm. Okay, also dann.
Macht euch mal fertig, Millet zumindest. Millet, du springst noch mehr hoch. Also. Okay, fair. Und das sind zusammen. Oh, ihr zwei.